Hare Krishna, herzlich willkommen. Ich heiße Sudevi, das ist mein liebster Ehemann Pradyumna. Und wir leben in der Hare Krishna Bewegung und auf diesem Kanal erzählen wir spirituelle Geschichten, die es in dieser Bewegung gibt, die tiefe spirituelle Weisheiten beinhalten. Und heute möchten wir mal der Frage auf den Grund gehen, warum Gott in diesen Geschichten immer anders heißt. Also die Frage ist, gibt es einen Gott oder gibt es viele Götter? Ihr hört zum Beispiel auf unserem Kanal Geschichten über Jagannath, dann hört ihr Geschichten über Krishna, dann wieder einmal Geschichten über Chaitanya. Ist das ein Gott oder sind es verschiedene Götter? Wir unsere Philosophie ansehen oder die Weisheiten, was uns Srila Prabhupada gegeben hat, der hat immer sehr universell geredet, dass es gibt einen Gott. Mhm. Okay, wir kennen das heutzutage, die Christen sagen, sie haben ihren Gott, die Muslimen sagen, sie haben ihren Gott, die jüdische Tradition, oder da gibt es ja so viele andere Religionen und Traditionen, die was sagen, okay, wir haben mein Gott und ihr habt euren Gott. Und ich denke, wir müssen grundlegend mal verstehen, es gibt nur einen Gott, es kann nur einen Gott geben. Das ist mal grundlegend zu verstehen. Natürlich kann man sich jetzt darüber streiten, okay, dann, aber wer hat Recht? Wer von diesen ganzen Religionen hat Recht? Was ist jetzt Gott wirklich? Und diese Frage ist auf einer Seite schwierig zu beantworten. Auf der anderen Seite, wenn wir unsere Philosophie ansehen und das, was in den Veden beschrieben wird, in den Srimad Bhagavatam beschrieben wird und auch in der Bhagavad Gita beschrieben wird, ist, dass wir grundsätzlich verstehen müssen, dass Gott ganz viele Aspekte hat und wir nicht beschränken können. Man kann Gott nicht auf etwas beschränken und auf unsere kleine Sichtweise beschränken. Der Aspekt Gottes, so viele Aspekte besitzt und dementsprechend auch gewisse Eigenschaften besitzt in den Aspekten und dementsprechend auch viele Namen hat. So, Allah zum Beispiel bedeutet der Allmächtige. Ist Gott allmächtig? Ja. So, ja, Gott heißt Allah. Noch dazu muss man verstehen, dass auch verschiedene Aspekte in verschiedenen Sprachen ausgesprochen werden. Ne? Mhm. Wir reden viel über Krishna. Ne? Krishna heißt der Allanziehende, der alle Lebewesen anzieht. Kann man sagen, dass Gott diese Eigenschaft besitzt, dass er so wunderschön ist, so wundervoll ist, dass er alle Lebewesen anzieht? Ja, wenn Sie es sehen wollen. Kann man sogar noch weitergehen, dass dieser Aspekt, also alles, was die eigentlich Krishna, was eigentlich Krishna bedeutet, ist, dass Leute sind zu verschiedenen Eigenschaften angezogen, auch in dieser Welt. Ne? Die finden etwas schön, ne? Die finden die Natur schön, die finden Blumen schön, die finden Menschen schön oder denen gefällt dieser Aspekt von Reichtum, ne? Wenn etwas sehr opulent ist, oder die finden den Aspekt sehr schön, wenn jemand Wissen hat, ne? Sehr intelligent ist und sehr viel Wissen hat. Die finden das anziehend. Ne? Mhm. Dieser Aspekt, was diese Leute anziehend finden, das ist Krishna. Das ist die Eigenschaft von Krishna, steht dahinter. Mhm. Also das ist im Grunde eine Manifestation von Krishna. Aber hinter diesen Eigenschaften, hinter diesen Aspekten, was man sieht, laut den Veden, laut unseren Ansichten, steckt auch eine Person dahinter. Die höchste Person. Und ja, ich denke, ne, das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Und dass wir auch anfangen, diesen, sag ich mal, Streit oder diesen Konflikt aufzulösen zwischen den Religionen, dass jeder denkt, meine Ansicht ist richtig, mein Gott ist richtig, meine Religion hat recht. Ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt zu verstehen, dass eben Gott so viele Aspekte hat und einfach verschiedene Ansichten, verschiedene Religionen auch, verschiedene Ansichten von Gott haben. Die alle aber sozusagen ein kleines Bild des großen Ganzen sind. Es gibt ja diese berühmte Geschichte von dem Elefanten und den blinden Jungs. Mhm. Habe ich auch schon mal erzählt hier auf dem Kanal. Soll ich noch mal kurz anreißen? Vielleicht? Ja, ganz kurz.
weil es ist, verdeutlicht dieses Thema halt sehr gut. Also in einem Dorf leben 4 blinde Jungs. Und eines Tages kommt ein Elefant in das Dorf und alle sind ganz aufgeregt. Oh, der Elefant kommt und der Elefant kommt. Und die blinden Jungs wollten den natürlich auch irgendwie sehen, also erfahren. Also werden sie von einem Freund, werden sie dorthin gebracht. Sie können den Elefant anfassen und dann gehen sie wieder weg. Und unterhalten sich danach, okay, wie war denn nun die Erfahrung des Elefanten für die blinden Jungs? Und der eine sagt, naja, der Elefant, das ist wie so ein riesengroßer Fächer. Der war so platt und so riesig und hat so gewedelt. Und der andere sagt, na, das ist doch totaler Quatsch. Der Elefant, das ist wie eine mächtige Säule. Und der dritte sagt, was habt ihr denn für eine Erfahrung gemacht? Also der Elefant, ich habe den Elefanten erfahren wie ein riesengroßes Fass. Und der vierte sagt, nee, also ihr habt alle totalen Quatsch irgendwie erfahren. Ich habe den Elefanten erfahren wie ein langes Seil. Und darauf fingen die an, richtig untereinander zu streiten. Und nein, ich habe recht und ich habe recht. Meine Erfahrung, das war die richtige Erfahrung. Und ihr habt irgendwas anderes, komisches erfahren, aber ich habe das Richtige erfahren. Ich weiß es doch, ich habe es doch mit meinen eigenen Händen gefühlt und gespürt. Ich habe es doch, es war doch real, was ich gefühlt habe und erfahren habe. So, ne? Und dann sagt der die Jungs hingeführt hat, sagt dann, hey, hört mal auf zu streiten. Ich kann euch das erklären, denn ich hatte Augen und ich konnte sehen, was geschehen ist. Und zwar habt ihr alle unterschiedliche Teile des Elefanten angefasst. Du sagst, du hast den Elefanten als Fächer erfahren. Du hast das Ohr des Elefanten gefühlt. Du, der du sagst, du hast den Elefanten als starke Säule erfahren. Du hast das Bein des Elefanten gefühlt. Und du, der du sagst, du hast den Elefanten als ein Fass erfahren. Du hattest den Bauch und das lange Seil, das du für den kompletten Elefanten gehalten hast, das war nur der Schwanz des Elefanten. Und das ist ein Gleichnis dafür, wie wir unsere Erfahrung, wie wir Gott irgendwie wahrnehmen, dass wir das dann als so ist es und das Alleinstehende irgendwie oft manchmal sagen, das ist das ganze Bild. Aber vielleicht, oder die Veden sagen halt, das ist nur ein Teil, so wie Gott ist. Denn Gott ist unbegrenzt und hat unbegrenzt verschiedene Teile. Er kann, manchmal zeigt er sich als der Allmächtige, manchmal zeigt er sich als eben eine andere Form. Und trotzdem ist das alles insgesamt ein Gott. Ja, muss ja auch so sein, weil wenn wir uns Gott nur auf einen Aspekt begrenzen, wie zum Beispiel, ich nehme jetzt diesen Punkt wieder her, Allmächtigkeit, ne, das Gott ist allmächtig, natürlich, aber Gott hat auch so viele andere, ne, Eigenschaften. Ne? Er ist der, ne, der beste Freund des Lebens, Lebewesen wird beschrieben, ne? Der beste Freund, und er ist der Beschützer seiner Devotees. Also es gibt ganz, ganz viele Aspekte. Nun, erstens muss man natürlich verstehen, wenn die absolute Wahrheit, Gott, ne, muss alle Aspekte in sich irgendwie innehaben. Das muss man erstmal verstehen, dass man eben Gott nicht begrenzen kann. Noch dazu kann man auch Gott jetzt nicht nur auf eine Energie begrenzen oder auf eine absolute Wahrheit begrenzen. Gott ist absolute Wahrheit. Krishna ist alles. Gott ist alles. Alles ist eins mit Gott. Aber im selben Aspekt muss man auch erkennen, dass Krishna auch eine Person ist. Dass auch eine, wenn man sagt, Gott ist keine Person, nein, das geht nicht, dann begrenzt man Gott auch automatisch wieder. Natürlich kann man jetzt die Frage stellen, okay, warum ist er eine Person oder warum hat er diese verschiedenen Eigenschaften? Ne? Dass man auch ein bisschen versteht, warum Gott das so ist oder so haben möchte. Ne? Man kann doch einfach eins sein und gut ist. Ja, ist einfach eins und gut ist. Ne? Man muss verstehen, dass Gott möchte das auch so sein. Ne? Er möchte diese verschiedenen Aspekte haben und er möchte diese verschiedenen Aspekte zeigen. Und auch, da geht es auch wieder um Beziehung. Ne? Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt dieser Philosophie. Man kann sehen, auch in der materiellen Welt, es geht immer um Beziehung. Ne? Beziehung mit dem einen, mit dem anderen, mit seiner Frau, mit Familie. Also Beziehung ist eigentlich eine essentielle Sache in der Welt.
Und so auch, Gott möchte auch mit uns Beziehungen haben. Und um diese verschiedenen Beziehungen ausleben zu können, mit uns, mit den Lebewesen, nimmt er verschiedene Formen an, damit wir als individuelles Lebewesen, als Seele, diesen Austausch mit Gott haben können. Und das, aber auch, weil er selber daran Freude findet. Genau. Also es ist, das ist nicht nur wegen uns. Er macht es nicht nur wegen uns, auch für sich selbst natürlich, für ihn selbst. Also wir in unserer Tradition, wir haben zum Beispiel Vishnu. Vishnu als Form wird verehrt, sehr göttlich. Ne? Der tritt als König auf und er hat seine Paläste und seine Reichtümer und diese Art von diese Art der Verehrung, diesen Austausch der Verehrung nimmt Vishnu als Person an, sozusagen. Also jemand, der eine sehr förmliche Beziehung zu Gott haben möchte, eine sehr verehrungsvolle Beziehung zu Gott haben möchte, der Gott mit verschiedenen Dinge darbringen möchte, in einem sehr formellen Rahmen. Dazu ist zum Beispiel Vishnu da. So, das ist die Form von Vishnu. Dann, welche anderen Formen haben wir noch? Ja, es gibt man kann sehr ins Detail gehen, welche Formen. Und es ist auch das Interessante oder das Schöne an unserer Philosophie oder an den Veden, dass die wirklich so viele Aspekte von Gott beleuchten. Was unterschiedliche Aspekte. Unterschiedliche. Aber das ist mal, denke ich, wichtig zu verstehen. Und ich meine, die meisten Religionen kennen, also die haben gar kein Bild erstens mal von Gott. So, ne? Wer ist denn Gott eigentlich? Ne? Das ist einfach nur so ein bisschen auch eine Idee oder ein Aspekt. Ne? Okay, wir. Und es ist auch schwierig, das anzunehmen, annehmen zu können. Ne? Dass es Schriften gibt und das muss man vielleicht mal dazu sagen, alles, was wir hier sagen, ist ja nicht auf unseren eigenen Spekulationen, basiert nicht auf unseren eigenen Spekulationen. Denn das ganze Wissen, was wir versuchen zu vermitteln, kommt aus den Veden, aus dem Srimad Bhagavatam und aus den Puranas und so weiter. Diesen Schritt muss man auch mal vielleicht auch wagen, das zu lesen, das zu denken, okay, kann das wahr sein? Und das annehmen zu können, ist natürlich ein großer Schritt. Ne? Das verstehen wir natürlich auch, ne? dass das nicht so einfach ist, diese Aspekte also anzunehmen. Aber wenn man das annehmen kann, dann kann man das aber auch logisch begründen eben, ne? Dass man sagt, okay, Gott hat verschiedene Aspekte und möchte verschiedene Beziehungen mit seinen Geweihten eingehen. Und vielleicht mal ein kleines Beispiel zu geben, ne? Zum Beispiel, wenn man den Präsidenten hernimmt. Ne? Man hat einen Präsident, ne? Präsident, okay, vielleicht ist das jetzt nicht das beste Beispiel. Man hat einen Minister, Staatsoberhaupt. Ein Staatsoberhaupt, ne? Und der hat verschiedene Beziehungen. Ne? Der hat seine Minister an seiner Seite, die ihn beraten, die mit ihm auf gewisse Art auch nahestehen. Dann hat er das Volk, das auf ihn aufsieht, auf diesen Präsidenten, auf diesen Staatsoberhaupt oder auf einen König oder auf einen Präsidenten, wie auch immer. Und die glorifizieren ihn, den finden ihn toll und die finden ihn super. Das ist ein schlechtes Beispiel heutzutage. Gibt sich zu viel. Im Idealfall. Im Idealfall, den finde ich toll. Aber dieser Präsident hat auch sein, ne, sein eigenes, ich sage mal, sein eigenes privates Leben. Ne? Und Familie. Der hat seine Familie zum Beispiel. Der hat auch eine Frau zum Beispiel. Der hat auch Kinder zum Beispiel. Und er hat verschiedene Beziehungen mit seiner Frau, als wenn er das mit seinen Ministern hat oder mit seinem Volk. Na, und das Volk hat vielleicht Interesse daran, okay, na, wer ist seine Frau, ne, und hat auch Interesse daran und möchte das sehen und findet das interessant, diese Aspekte zu sehen von diesem Präsidenten, dass der auch eine Frau hat. Aber zu Hause in seinen eigenen vier Wänden ist er mit seiner Frau ganz anders. Na, wenn er etwas zu seiner Frau sagen möchte, dann stellt er sich nicht ans Rednerpult und sagt seiner Frau was. Das wäre eigenartig. So, dieser Präsident hat eine ganz eigene Beziehung mit seiner Frau. Oder mit seinen Kindern, ne? Da geht der Präsident, der was ganz förmlich und ganz autoritär war vor, autoritativ ist. Steht dann auf einmal auf allen Vieren und krabbelt rum und spielt mit seinen Kindern oder Enkelkindern. Ne? Also er hat einen ganz anderen Aspekt. So in der Hinsicht kann man auch erkennen, dass Gott auch diese verschiedenen Aspekte hat.
Warum? Weil er das eben auch haben möchte. Er möchte diesen Austausch mit seinen Geweihten haben. Und wir als Geweihte finden Gott so wunderbar, dass wir auch diesen Austausch mit Gott haben möchten. So, und das ist ein ganz essentieller Aspekt von Spiritualität allgemein zu verstehen, dass die Göttlichkeit so viele Aspekte hat und dass wir versuchen als Lebewesen, als spirituelle Seele, sich mit diesen Aspekten wieder zu verbinden, egal was es jetzt sein mag. Darum ist es wichtig, dass man versteht, dass Spiritualität über jede Religion eigentlich steht. Das steht über Religion. Und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, weil wir streiten immer auf den Aspekt von der Ebene, okay, meine Religion, deine Religion, meine Ansichten, deine Ansichten. Aber Spiritualität, wahre Spiritualität, die absolute Wahrheit, Gott steht über diesen Dingen, über diese Aspekte. Und wenn wir das mal verstehen als Lebewesen, dann fällt so viel weg, so viel Misskonzepte, so viel Streit, so viel Konflikt fällt einfach weg, weil wir einfach verstehen, wir sind ein ewiges spirituelles Lebewesen und jedes Lebewesen, und da rede ich auch nicht nur von Menschen, da rede ich auch von Tieren und Pflanzen, dass jeder eine Verbindung zu der Göttlichkeit hat. Und das ist wirklich ein Aspekt, dass uns auch Schilo Prabhupada, unser spiritueller Meister, der uns diese Schriften gegeben hat, immer und immer wieder versucht hat zu vermitteln. Und das ist eigentlich erst der Anfang, das ist eigentlich die Anfangsstufe von Spiritualität, auf diesen Weg zu gehen, von Selbsterkenntnis, dass wir diesen Aspekt erkennen. Also es gibt einen Gott mit unendlich vielen Aspekten, wie er sich uns offenbart, wie wir ihn, welche Beziehungen wir zu ihm aufbauen möchten. Eigentlich ganz schön, oder? Es ist nicht begrenzt, es ist unendlich vielfältig. Das ist eigentlich diese wunderbare Erkenntnis von Gottesbewusstsein, von Spiritualität, dass wir das erkennen können, erkennen möchten und uns damit auch wieder verbinden. Und das ist auch dieser Weg zur Selbsterkenntnis, dass man wirklich erkennt, weil in unserem Kopf auch, wir haben so viele Ideen, so viele Misskonzepte in unserem eigenen Kopf, nicht nur in der Gesellschaft, auch in uns selbst. Wir denken nach und kann es das sein und jenes sein. Aber wenn wir uns mit uns selbst, mit der Göttlichkeit verbinden, mit unserer eigenen Göttlichkeit verbinden in uns selbst, dann gehen wir auch selber über unsere eigenen Misskonzepte auch hinweg. Und das ist eigentlich der wahre Weg von Selbsterkenntnis. Und es ist manchmal sehr schwierig. Es ist ein schwieriger Weg oft, weil das kommt ja immer wieder. Wir haben so viele Dinge in unserem Kopf und es kommt auch immer wieder, diese Zweifel und Misskonzepte kommt auch wieder in unserem Kopf. Aber was meinst du jetzt mit Misskonzept? Über uns selbst, über diese Welt. Wer wir eigentlich sind, was wir tun sollen, was wir nicht tun sollen, die ganzen Probleme, was wir haben, was jetzt wirklich relevant ist in unserem Leben. Wir sind so verfochten in unserer eigenen Welt, dass wir gar nicht sozusagen unser eigenes wahres Selbst erkennen können und auch die Göttlichkeit. Weil wir festgefahren sind, es muss so sein und wir müssen so handeln und nur das ist richtig. Ja. Verstehe. Ja. Wir sind festgefahren. Und das kann jeder für sich selbst jeden Tag kennen, ich für mich auch. Aber wenn man sich auf diesem Weg befindet, dann kann man langsam, schrittweise sich da durchkämpfen. Und dieses Wissen hilft uns, sich eben wieder damit zu verbinden. Vielleicht um das nochmal, unser Prozess ist sehr stark darauf bezogen, dass wir diesen heiligen Namen chanten, Hare Krishna chanten, das ist ein sehr, sehr wichtiger, eigentlich unsere Hauptpraxis in unserer Krishna-Bewegung und unsere Art und Weise, uns mit Gott zu verbinden. Genau. Sondern diese Verbindung herzustellen. Und das erkennt man auch in jeder Religion auch wieder, dass wir glorifizieren den Namen des Herrn.
durch Gebet, durch Mantren, durch Rezitieren von verschiedenen Gebeten. Und ich denke, das ist einer der wichtigsten Aspekte, wie man sich wieder verbinden kann mit dieser Göttlichkeit. Und das kann jeder zu Hause machen, sich da diese Praxis zu praktizieren und uns wieder damit zu verbinden. Mhm. Egal in welcher Religion auch du bist, ne, wir sagen nicht, okay, du musst jetzt Hare Krishna werden, ne, was immer das jetzt bedeuten soll. Ne. Ja, du sollst wieder ein Spiritualist, ne, du sollst dein wahres Selbst wieder erkennen, ne, deinen Weg gehen. Und ich kenne einige, die das über den Christentum machen, über Jesus oder Christus machen oder über Allah oder über Mohammed. Das sind auch verschiedene, sage ich mal, Propheten, verschiedene Menschen, die das zu uns offenbart haben. Und jeder kann seinen eigenen Weg auch in seiner Religion auch machen. Das ist kein Problem. Okay. Ich hoffe, wir haben diese Frage, gibt es einen Gott, gibt es viele Götter, ein bisschen für euch beantwortet? Angeschnitten. Angeschnitten, natürlich kann man da noch... Stundenlang reden. Und viele Philosophen haben das auch schon die letzten Jahrtausende versucht. Und Religionen. Aber ja, ich denke, es ist schön. Wir versuchen das aus unserer Sichtweise, wie wir es bekommen haben, aus den Veden von Schiller Braubert, in dieser Art und Weise zu vermitteln. Mhm. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann schreibt uns in den Kommentaren, ob ihr weitere Fragen dazu habt, ob wir noch auf irgendwas näher vielleicht eingehen können. Und ansonsten sehen wir uns wieder bei einer nächsten Geschichte. Vielen Dank. Hare Krishna. Hare Krishna.